Okay, hallo ihr Lieben, es ist schon spät, aber es folgt noch der Teil 2 unseres Prozesstages Nummer 6 vom 5.3.2024. Ich fasse meine Eindrücke so neutral wie möglich zusammen. Ich verzichte zur besseren Lese- und Hörbarkeit auf die akademischen Titel der Erwähnten und berufe mich darauf, dass meine hier geschilderten Beobachtungen einzig auf meiner persönlichen Wahrnehmung beruhen. Okay, los geht's. Wir befinden uns noch in der Vernehmung des Notars Klein Johann. Im Teil 1 ging es hauptsächlich um den Tathergang und die Hintergründe des Immobilienverkaufs und der Zahlung von 1,158 Millionen Euro an Templin. Am Ende der Vernehmung Klein Johanns fragt Viviane Fischer, ob es eine Rolle spielte, dass das Geld an die Gesellschaft, also gemeint ist der Corona-Ausschuss, zurückgezahlt würde und wie viel Geld an Füllmichs Frau geflossen sei. Klein Johann antwortet, dass nicht die Rede davon war, was Füllmich mit dem Geld macht. Die Frage, wie viel Geld an Füllmichs Frau geflossen sei, wurde nicht beantwortet. Wörmer und Füllmich fragen, ob es Klein Johann egal war, dass mit dem Geld Forderungen der Gesellschaft abgegolten werden sollten. Klein Johann antwortet, dass irgendwo mal über den Corona-Ausschuss gesprochen wurde. Er habe dann auf die Sicherungszweckerklärung verwiesen. Füllmich fragt, was der Sicherungszweck sein sollte. Klein Johann sagt, dass ihm der Sicherungszweck nicht mitgeteilt wurde. Es ist 11:25 Uhr. Klein Johann wird unvereidigt entlassen. Anmerkung der Autorin: Hoffmann widersprach sich am 4. Prozesstag. Erst sagte er, die Erteilung der Löschungsbewilligung unter Treuhandauflage wäre eine Sache von 10 Minuten gewesen. Rein, unterschreiben, kopieren, raus. Später, als er gefragt wurde, ob vom Notar nichts vorgelesen wurde, konnte er sich nicht mehr erinnern. Ob die Löschungsbewilligung vorgelesen wurde und wie lange das Prozedere gedauert habe, diese Fragen hätte ich Klein Johann gestellt. Das geschah jedoch nicht. Ende der Anmerkung. Ich verlasse den Zuschauerbereich des Sitzungssaals und gehe zur Toilette. Antonia Fischer wartet vor mir in der Schlange. Ich lehne mich rückwärts an die Tür, die nicht fixiert ist und aufgeht, sodass ich die Balance verliere und auflache. Antonia Fischer lächelt und sagt, hätte ja fast geklappt. Ich antworte, ja, fast umgekippt und zack, einen Zeugen weniger. Keine Ahnung, was ich mir dabei dachte. Antonia Fischer schaute etwas irritiert. 11:43 Uhr, die Sitzung wird fortgesetzt. Es folgt die Erklärung des Angeklagten. Er führt aus, dass man sich von dem der Strafverfolgung zugrunde liegenden Paragraphen 266 StGB ordentlich entfernt hätte. Hierin heißt es in Absatz 1, wer die Befugnis missbraucht oder die ihm eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Füllmich fährt fort und stellt die Frage, ob und wem gegenüber diese Pflicht bestünde. Der Vorsitzende unterbricht mit den Worten, Zitat, gegenüber der Vorgesellschaft. Zitat Ende. Füllmich fährt fort. Es kommt darauf an, es müsse unter Würdigung des gesamten Falls gewürdigt werden. Was steht in der Satzung? Niemand darf Geld kriegen. Hoffmann und Antonia Fischer fordern das nun. Die Abfindungsvergleichsversuche machen das deutlich. Hoffmann wollte Geld, wenn man seinen Namen im Buch veröffentlicht. Liegen hierbei Pflichtverletzungen vor, fragt Füllmich rhetorisch und führt weiter aus. Besonders bei Geschäftsführern von Gesellschaften muss restriktiv gearbeitet werden. Er erwähnt die Ausführungen eines Rechtsprofessors, der 3 Punkte erwähnte. Es müsse das Geld geschützt werden. Es ginge um die Rückzahlungsfähigkeit und den Willen im Augenblick des Zahlungsflusses und der Spendenzweck müsse im Auge behalten werden. Der springende Punkt wäre, ob die Intervention von Hoffmann selbst deliktisch ist. Weiter sagt er, Zitat, wir wären dran gewesen, Zitat Ende, wenn uns die Konten gekündigt worden wären. Deswegen haben wir so gehandelt. Pflichtwidriges Unterlassen liegt auch darin, dass er, also der Gesellschafter, Vermögenswerte nicht vor Schäden schützt. Im Übrigen sei es unschädlich, wenn auch eigene Interessen verfolgt würden. Entscheidend sei die Gesamtschau. Hierbei ist der Fokus auf die falsche Person gerichtet, durch deren Untätigkeit Spenden gefährdet wurden. Nun geht er auf Justus Hoffmann ein. Hoffmann sei überheblich. Hoffmann sei bis 2019 als Anwalt nicht sichtbar gewesen. Hoffmann habe lediglich eine Teilstelle. Hoffmann wäre bis August nicht selbstständig. Er wäre in einer Kanzlei beschäftigt und der Vertrag
wurde nicht verlängert. Deshalb hätte er seine eigene Kanzlei gegründet. Hoffmann hätte nicht mal seine Krankenversicherung bezahlen können und schrieb eine Rechnung an den Ausschuss. Ende 2020 und Anfang 2021 wäre er nicht mehr im Ausschuss gewesen. War er unter Medikamenteneinfluss? Hatte er psychische Probleme? Diese Fragen hat er in der Sitzung 4 nicht beantwortet. Stattdessen griff er Miseré an, indem er ihn fragte, ob er denn unter Medikamenteneinfluss stünde. Er habe Aggressionen und Wut bei Hoffmann beobachtet, die für psychisch hochbelastete Menschen typisch seien. Hoffmann ist, so habe Antonia Fischer gesagt, auf Stand eines 12-Jährigen. Sein Therapeut sei kürzlich gestorben. Füllmich führt fort, er bedauere, dass es überhaupt öffentlich wurde. Hoffmann wäre nirgends gewesen und hätte gelogen. Das Bedrohungsszenario mit dieser Winchester wäre falsch dargestellt gewesen. Dass Füllmich Geld an die Basis gegeben habe, falsch. Dass die Füllmich-Kanzlei pleite wäre, falsch. Die Kanzlei wäre nur noch mit den Themen des Corona-Ausschusses beschäftigt. Hätte sie aber normal weitergearbeitet, hätte sie Ähnliches verdient. Dass Füllmich und seine Frau sich in der Psychiatrie kennengelernt hätten, falsch. Dass das Landgericht Berlin in Sachen Dagmar Schön in der Sache entschieden hätte, falsch. Es wurde keine Sachentscheidung gefällt. Im Übrigen würde sich das Blatt in dieser Angelegenheit wenden. Das Kammergericht Berlin, wo gerade die Berufung anhängig wäre, hat Hoffmann am 16.02.2024 aufgefordert, genau anzugeben, worum es überhaupt geht. Denn die Beklagte Schön hätte keine Aussage so getätigt, wie von Hoffmann angegeben. Hoffmann hätte dem Gericht am 20.02.2024 überheblich geantwortet, unter anderem, Zitat, das Gericht möge sich in Erinnerung rufen und so weiter, Zitat Ende. Des Weiteren hätte Hoffmann das Gericht über seine Kontakte zur Staatsanwaltschaft informiert. So teilte er dem Kammergericht mit, dass er gerade, Zitat, Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, Zitat Ende, gehalten habe. Dies wäre ein weiterer Beleg für die innige Zusammenarbeit zwischen Hoffmann und der Staatsanwaltschaft. Wörmer unterbricht Füllmich, um ein relevantes Detail zu erwähnen. So hätte Hoffmann nicht nur den Kontakt zur Staatsanwaltschaft erwähnt, sondern über gekündigte Mandate aus der Sammelklage berichtet, die eigentlich der Schweigepflicht unterlägen. Füllmich pflichtet Wörmer bei und fährt fort. Im August 2022 hätten die Hafenanwälte eine merkwürdige Erklärung abgegeben. Sie teilten mit, dass sie aufgrund aktueller Veränderungen ihre Arbeit ruhen lassen mussten. Damit wollte Füllmich aufzeigen, dass der totale Zusammenbruch droht, wenn Hoffmann nicht handlungsfähig wäre. Hoffmann und Templin hätten unter Vorspielung falscher Tatsachen geholfen, dass er, also Füllmich, in Deutschland ganz legal verhaftet werden könne. Aufgrund dieser ganzen Angelegenheit seien die ganzen Bemühungen nun auf Eis gelegt, da Füllmich handlungsunfähig ist. Haus weg, Kohle weg. Er berichtet weiter von der massiven Unterstützung, die er erfährt, und liest ein Schreiben von einem Unterstützer vor. Er erklärt weiter, dass er, also Füllmich, einen erheblichen Beitrag geleistet habe. Schiebt ein, Zitat, Viviane auch, Zitat Ende. Aber er selbst habe so viel für den Ausschuss getan. Er kommt mit seinen Ausführungen zurück zu Hoffmann und seinen, Zitat, unnachahmlichen, Zitat Ende, Aussagen. Er, Füllmich, zitiert die Aussage Hoffmanns, dieser wäre an dem Punkt angekommen, an dem er die Schnauze voll hatte von Füllmich, und erwidert, Sie, Zitat, haben nichts getan. Sie, Zitat, wollten immer nur Kohle, Zitat Ende. In der Folge sei nun das Gegenteil von dem erreicht worden, was der Zweck des Corona-Ausschusses eigentlich ist. Das Gegenteil von dem, was die Spender wollen. Im Übrigen hätten Hoffmann und Antonia Fischer gar keine Liquiditätsreserven oder Wertspeicher vorgehalten, trotzdem ihnen das Risiko bekannt war. 12.13 Uhr, Ende der Erklärung Füllmichs, Mittagspause. Nach der Mittagspause ergänzt Füllmich seine Erklärung und kommt zurück zu der Sache Schön. Entweder sei der Fall nun von Schön gewonnen oder die Klage würde zurückgenommen. Füllmich geht auf Aussagen Hoffmanns ein, in denen er behauptet hätte, Füllmich wäre so begeistert von seiner Arbeit gewesen, also von Hoffmanns Arbeit, und widerspricht vehement. Er habe zumindest in einem Fall, Zitat, nichts von dem gebrauchen können, Zitat Ende, was Hoffmann lieferte. Füllmich sagt, es wäre ihm, also Füllmich, immer nur um den Zweck gegangen. Die Verhandlungsmasse sei das Gold. Die 700.000 Euro wollte er für ICIC verwenden, ganz im Interesse der Spender. Er habe nie die Kohle einsacken und einen Ferrari kaufen wollen. Zuletzt erklärt er, warum die Restsumme aus dem Immobilienverkauf auf das Konto seiner Frau überwiesen wurde. Nämlich, weil er nach Kündigungen seitens der Banken selbst kein Konto mehr hatte. Es geht weiter mit der Vernehmung von Viviane Fischer.
Anmerkung der Autorin, sie wurde nicht belehrt. Offenbar erfolgt die Belehrung von Zeugen nur einmalig, auch wenn die Vernehmung über mehrere Tage geht. Das würde erklären, warum ich keine Belehrung Hoffmanns am vierten Prozesstag wahrgenommen habe. Ende der Anmerkung. Viviane Fischer wird vom Vorsitzenden aufgefordert, sich nochmal dazu zu äußern, inwiefern ihr Erbe eine Rolle bei der Reservenbildung spielte. Anmerkung der Autorin. Viviane Fischer hat 100.000 Euro als Darlehen entnommen, um das Geld vor staatlichen Zugriffen zu sichern. Sie bezeichnet dies stets als Liquiditätsreserve mit dem Anspruch, dass das Geld bei Bedarf verfügbar ist. Offenbar hat sie an einem der vorigen Vernehmungstage ein Erbe als Sicherung erwähnt, auf welches der Vorsitzende hier nochmal eingeht. Ende der Anmerkung. Viviane Fischer erklärt einleitend, sie hätte zunächst 4.500 Euro für den Ausschuss vorgestreckt. Anmerkung der Autorin. Ausgaben, die eigentlich der Ausschuss hätte begleichen müssen, sind zunächst von ihr privat beglichen worden. Sie gibt später an, dass die Finanzen für sie keine Priorität hatten. Die Ausschusstätigkeiten sollten vorangetrieben werden. Ende der Anmerkung. Hinzu kamen 3.000 Euro Miete, die vom Ausschuss noch nicht beglichen wurden. Anmerkung der Autorin. Viviane Fischer hatte Kanzleiräumlichkeiten in Berlin-Moabit angemietet, ca. 100 Quadratmeter, die sie kaum für eigene Zwecke nutzte. Diese Räumlichkeiten stellte sie dem Ausschuss zur Verfügung. Dort wurden ein Studio und die Regie eingerichtet. Von dort wurden die Ausschusssitzungen übertragen. Zunächst stellte sie diese Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung. Schließlich dachten alle Beteiligten, dass die Ausschusstätigkeiten in 6 bis 8 Wochen ein Ende finden würden. Es ging dann aber weiter. Das Studio und die Regie waren fest installiert, die Räumlichkeiten waren für sie nicht nutzbar. So wurde eine Miete von 952 Euro monatlich inklusive Nebenkosten und Mehrwertsteuer vereinbart. Diese Mieteinnahmen seitens des Ausschusses deckten ihre Mietkosten. Somit hätte sie an dieser Konstellation nichts verdient. Ende der Anmerkung. Viviane Fischer führt zu dem Darlehen weiter aus, dass es, da es sich um eine Liquiditätsreserve handelt, jederzeit verfügbar sein muss. Folglich hätte sie sich mit der Familie geeinigt, dass es für eine Rückführung zur Verfügung stehen soll. Sie erhielt für die ersten 4 Monate 3.711 Euro Miete, gemäß tagesgenauer Abrechnung. Danach hätte sie 11 Monate lang keine Miete erhalten. Bis zum 31.01.2022 wären weitere 25.000 Euro Außenstände aufgelaufen. Anmerkung der Autorin. Es war für mich und wahrscheinlich für die anderen Zuschauer auch sehr schwer, ihren roten Faden nachzuvollziehen. Zu einem späteren Zeitpunkt in der Vernehmung spricht sie davon, dass von dem ursprünglichen Darlehen 40.000 Euro nicht zurückzuführen waren, weil diese 40.000 Euro Kosten deckten, die sie entweder vorgestreckt und noch nicht abgerechnet oder die sie nicht bezahlt bekam. Diese 40.000 Euro setzten sich wahrscheinlich folgendermaßen zusammen. 4.500 Euro vorgestreckte Kosten plus 11 Monate Miete, das entspricht 10.500 Euro, plus weitere 25.000 Euro nicht gezahlte Miete für die Räumlichkeiten in Moabit. Folglich wären, wenn man nur den Zahlungsfluss betrachtet, lediglich 60.000 Euro von ihr zurückzuzahlen. Ende der Anmerkung. Füllmich hätte ihr gesagt, sie könne doch mehr sichern. Das Erbe war aus 2013. Es handelte sich um eine unabgewickelte Erbschaft, aus der ihr ca. 30.000 Euro zustehen. Auf einem Festgeldkonto standen weitere 11.000 Euro zur Verfügung. Der Vorsitzende kommentiert, dass das Darlehen in den Kontext gestellt wurde, sie hätte Geld gebraucht und dass sie an Mandaten beteiligt werden wolle. In einer Kommunikation zwischen Füllmich und Viviane Fischer vom 16.01.2021 hätte Füllmich ihr angeboten, entweder ein Darlehen zu nehmen oder Rechnungen zu stellen. Viviane hätte darauf geantwortet, das Darlehen zu nehmen, so könnte sie den akuten Engpass schließen. Füllmich hätte geantwortet, dass das eine sehr gute Entscheidung wäre, mit dem Vorteil, dass es nicht zu versteuern wäre. Viviane Fischer hätte geantwortet, dass der Nachteil sei, dass es zurückgezahlt werden müsse. Auf diese Ausführung des Vorsitzenden antwortete Viviane Fischer, dass der Engpass zunächst die 7.000 Euro betraf. Anmerkung der Autorin. Diese Summe ist für mich nicht nachvollziehbar. Gegebenenfalls meint sie damit die 4.500 Euro Auslagen, die sie tätigte, plus einen Anteil der nicht gezahlten Studiomiete. Ende der Anmerkung. Sie führt weiter aus, dass sie die ersten 30 Sitzungen organisiert und rund um die Uhr gearbeitet hat. Hoffmann und Antonia Fischer hätten nur an den Sitzungen teilgenommen, aber nichts hinter den Kulissen gemacht. Als sie um Hilfe bat, kam von beiden, also Hoffmann und Antonia Fischer, Zitat, gar nichts, Zitat Ende. Ihre Tätigkeit als Gastgeberin und Organisatorin des Ausschusses fraß unheimlich viel Zeit und so verblieb wenig Möglichkeit für Erwerbsarbeit. Ihr Mann kümmerte sich um die Finanzen der Familie.
sodass sie sich darum nicht kümmern musste. Es wurden vermehrt Mandantenanfragen an den Ausschuss gerichtet. Diese habe sie, Viviane Fischer, nur weitergeleitet. Hoffmann und Antonia Fischer präsentierten sich im Ausschuss und generierten dadurch Mandate. Und so stellte sie den Vorschlag einer Beteiligung für die Vermittlung in den Raum. Diesen Vorschlag verwarf sie recht schnell wieder, als klar wurde, dass diese Mandanten nicht vermögend waren. Der Vorsitzende fragt nach der Verwendung des Geldes. Er führt aus, sie, Viviane Fischer, habe das Geld doch ausgegeben. So habe Füllmich sie im Juli 22 gefragt, ob die 100.000 Euro schon weg seien. Sie habe geantwortet, Zitat, im Moment schon, Zitat Ende. Viviane Fischer antwortet, dass es eine unterschiedliche Auslegung der Sicherung gegeben habe. Füllmich habe stets von Festgeld oder Wertspeicher gesprochen. Sie habe diese Entnahmen stets als Liquiditätsreserve verstanden, um sicherzugehen, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit des Ausschusses gewährleistet ist. 40.000 Euro dieses Darlehens sind in die Ausgaben des Ausschusses geflossen. Sonst hätte sie abrechnen müssen. Anmerkung der Autorin. Diese 40.000 Euro setzten sich, wie weiter oben bereits als Anmerkung ausgeführt, wahrscheinlich folgendermaßen zusammen. 4.500 Euro vorgestreckte Kosten plus 11 Monate Miete, das entspricht 10.500 Euro, plus weitere 25.000 Euro nicht gezahlte Miete für die Räumlichkeiten in Moabit. Folglich wären, wenn man nur den Zahlungsfluss betrachtet, lediglich 60.000 Euro von ihr zurückzuzahlen. Ende der Anmerkung. Der Vorsitzende wirft ein, dass sie geäußert hätte, es über das Buch zurückzuzahlen. Dies wäre dann nicht sofort. Viviane Fischer antwortet, sie habe es zurückgezahlt in Teilbeträgen über den Zeitraum August bis Oktober 2022. Der Vorsitzende fragt, wovon sie es zurückzahlte. Viviane Fischer antwortet, von Wertpapieren, Erbe und den Bucherlösen. Der Vorsitzende fragt, wie es zum weiteren Darlehen an Füllmich kam. Anmerkung der Autorin. Füllmich hat zwei Darlehen aufgenommen. Das erste über 200.000 Euro, das zweite über 500.000 Euro. Ende der Anmerkung. Viviane Fischer antwortet, er, also Füllmich, sei auf sie zugekommen. Die Fälle der Kontopfändungen häuften sich. Auch das Konto eines Mitarbeiters von Füllmich wurde gekündigt. Er würde dieses Geld auch sichern wollen. Der Vorsitzende fragt, Zitat, was haben Sie gesagt? Zitat Ende. Viviane Fischer antwortet, Zitat, warum nicht? Zitat Ende. Der Vorsitzende fragt, ob Sie nochmal besprochen hätten, was damit passieren soll, ob es sich um eine Liquiditäts- oder Festgeldreserve handeln solle. Viviane Fischer verneint. Sie ergänzt, sie dachte, es wäre auf einem Verwahrkonto. Nie wäre die Rede von einer Investition in ein Haus gewesen. Der Vorsitzende fragt, was sie denn dachte, was mit den 500.000 Euro passiert. Viviane Fischer antwortet, sie dachte, dass es jederzeit verfügbar wäre. Sie ergänzt, dass der Ausschuss der Pathologiekonferenz 200.000 Euro zugesagt habe. Das hätte ja beglichen werden müssen. Der Vorsitzende erwähnt einen Schriftverkehr zwischen Viviane Fischer und Füllmich vom 16.01.21. Viviane Fischer hätte darüber nachgedacht, an den Mandaten beteiligt zu werden, die an Hoffmann und Antonia Fischer gereicht wurden. Füllmich habe geantwortet, Sie, damit waren Viviane Fischer und Füllmich gemeint, hätten die Hoheit über die Zitat Kohle, Zitat Ende. Sie solle sich doch noch ein Darlehen entnehmen oder Rechnungen in Höhe von 50.000 Euro für Januar bis Juli schreiben. So fragt der Vorsitzende, ob das nicht ein Grund wäre, Füllmich zu misstrauen. Viviane Fischer antwortet, dass es für sie nicht in Frage kam, dieses Angebot Füllmichs anzunehmen. Sie sagt, dass sie sich das alles vielleicht schön geredet hat. Hätte sie gewusst, was auf den Konten los war, dann wäre sie gewiss misstrauisch gewesen. Sie erwähnt, dass es eigentlich unfair war, dass Füllmich über sein Kanzleigeld verdiente, Hoffmann und Antonia Fischer über den Ausschuss generierte Mandate erhielten und sie keine monetären Vorteile genoss. Der Vorsitzende hakt nach. Füllmich hätte vorgeschlagen, ihren, also Viviane Fischers, Engpass mit Ausschussgeld auszugleichen. Viviane Fischer führt aus, dass sie dachte, er wolle ihr helfen. Sie dachte, er würde ohnehin sein Geld verdienen über seine Kanzlei als erfahrener Prozessanwalt. Sie dachte, er macht sich Gedanken darüber, wie ihre, also Viviane Fischers, Situation verbessert werden könnte. Weiterhin führt sie aus, dass sie verstrickt gewesen wäre, wäre sie auf den Vorschlag eingegangen. Der Vorsitzende erklärt, dass der 500.000 Euro Darlehensvertrag an Füllmich zinslos vereinbart wurde und eine Sicherung über sein Grundstück in den USA beinhaltete. Er fragt, wie es dazu kam. Anmerkung der Autorin. Ich bin nicht sicher, ob ich die vom Vorsitzenden erwähnten Konditionen korrekt mitnotiert habe. Eine Sicherung über ein Grundstück wäre ja eine gute Sache. Ich meine mich zu erinnern, dass Viviane Fischer dazu irgendwann erwähnte, dass es fraglich sei, ob der Ausschuss überhaupt ein solches Anrecht auf eine Immobilie in den USA ausüben könne.
Ende der Anmerkung. Der Vorsitzende fragt also, wie es dazu kam. Viviane Fischer führt aus, dass Füll mich den Vertrag vorlegte und dann war er ganz schnell wieder weg. Über diesen Passus wurde ihrer Aussage nach nie gesprochen. Der Vorsitzende fragt, ob sie dies zum Zeitpunkt der Unterschrift gelesen habe, also diesen Passus. Viviane Fischer verneint. Sie habe den Vertrag nur überflogen. Er hätte so ausgesehen wie der alte. Der Vorsitzende fragt, ob sie eine Kopie erhalten haben. Viviane Fischer verneint. Sie führt weiter aus, alle hätten ihr volle Transparenz suggeriert. Jens Kuhn, Tobias Weißenborn und Füllmich. Die kleinsten Ausgaben wurden ihr Vorzahlung vorgelegt und transparent gemacht. Aber die monatliche Summe in Höhe von 27.000 oder 29.000 Euro an die Kanzlei Füllmich wurden ungesehen und aus ihrer Sicht intransparent ausgezahlt. Der Vorsitzende hakt nach, ob sie eine Sicherheit für das 500.000 Euro Darlehen bestellen wollte. Sie verneint. Richter Hoog, der rechts neben dem Vorsitzenden sitzt, fragt, warum sie die Auslagen nicht vom Ausschusskonto gezahlt hat. Viviane Fischer antwortet, sie wäre mit anderen Sachen beschäftigt gewesen. Sie habe das dann vorgestreckt. 4 Monate Miete für die Kanzleiräumlichkeiten in Moabit wären erst später in Rechnung gestellt worden. In den ersten 4 Wochen wurde gar nichts vom Ausschusskonto bezahlt. Richter Hoog führt aus, dass Füllmich ihr, also Viviane Fischer, sogar vorgeschlagen habe, Rechnungen zu schreiben und fragt, warum sie das nicht gemacht habe und anstelle dessen ein Darlehen in Anspruch genommen habe. Viviane Fischer antwortet, dass er vielleicht dachte, sie hätte einen privaten finanziellen Engpass, hatte sie aber nicht. In Wahrheit waren das Auslagen für den Ausschuss. Hoog leitet seine nächste Frage ein. So führt er aus, sie, Viviane Fischer, hätte gedacht, Füllmich würde das Geld anlegen. Auf der anderen Seite hätte sie, Viviane Fischer, gesagt, man könne das Geld nicht einfach auf ein anderes Konto packen. Er fragt, Zitat, wie passt das zusammen? Zitat Ende. Viviane Fischer antwortet, dass sie damit ein anderes Ausschusskonto meint. Wenn das Geld jedoch auf einem Konto Füllmichs läge, könnten eventuelle Zugriffe auf Ausschusskonten unterbunden werden. Hoog führt aus, nach Aussage von Viviane Fischer hätte eine Mitarbeiterin des Finanzamts die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft versagt, weil der Inhalt der kurz zuvor veröffentlichten E-Books nicht die Meinung der Regierung wiedergäbe. Viviane Fischer bestätigt, es sei genau so gewesen. Der damals anwesende Notar wäre Zeuge gewesen. Im Übrigen habe ich das jetzt hier nicht notiert, aber Füllmich hat direkt im Anschluss gesagt, ja, wir haben telefoniert, du hast es auf Lautsprecher gemacht. Also er bestätigte das auch. Weiter. Der Staatsanwalt führt die Befragung fort und stellt auf den Chatverlauf vom 16.01.2021 ab. Hiernach hätte sie sich entschieden, das Darlehen in Höhe von 100.000 Euro anzunehmen. Füllmich hätte geantwortet, dass das eine gute Entscheidung sei, da das Geld dann nicht zu versteuern wäre. Viviane Fischer hätte geantwortet, dass es negativ sei, dass das Geld zurückgezahlt werden müsse. Daraufhin hätte Füllmich geantwortet, dass es zweifelhaft sei, ob überhaupt noch Schulden zurückgezahlt werden müssten. Er fragt, wie das gemeint war. Viviane Fischer führt aus, diese Aussage wäre nicht auf die Schuldner Füllmich und Viviane Fischer, sondern auf den Zusammenbruch des Finanzsystems bezogen gewesen. Der Staatsanwalt fragt, ob sie keine Zweifel an der Rückzahlungsbereitschaft Füllmichs hatte. Viviane Fischer verneint. Sie hatte keine Zweifel. Der Staatsanwalt konfrontiert sie mit einer Nachricht vom 9.11.2020, in welcher Füllmich ihr, also Viviane Fischer, schrieb, sie möge sich 200.000 Euro holen. Viviane Fischer hätte Füllmich gefragt, ob es sein könne, dass es ein Trick sei. Was, wenn es ein Trick ist und sie, Viviane Fischer und Füllmich, am Ende einem Geldwäschevorwurf ausgesetzt sind? Anmerkung der Autorin. Hier habe ich offenbar zu wenig mitgeschrieben. Ich meine mich zu erinnern, dass dieser Kommunikation erneut Meldungen über Kontopfändungen etc. vorausgegangen sind. Viviane Fischer hat das schlussendlich nicht gemacht. Ende der Anmerkung. Der Staatsanwalt befragt sie zu einer Nachricht, die Füllmich am 7.11.2020 an Viviane Fischer schickte. In dieser teilt er mit, dass er 100.000 Euro auf das Konto seiner Frau und 100.000 Euro auf sein eigenes Konto packen würde. Außerdem teilt er dort mit, dass er das Okay von Hoffmann und Antonia Fischer geholt habe. Viviane Fischer antwortet, dass ihr dieser Schriftverkehr nichts sagt und dass er sie überrascht. Der Staatsanwalt konfrontiert sie erneut mit der Aussage Füllmichs, Zitat, wir haben die Lufthoheit über die Kohle, Zitat Ende, und seiner Aussage wenig später, dass es fraglich sei, ob Schulden zurückgeführt werden müssten. Viviane Fischer erklärt erneut, dass sie keinen Zweifel an der Rückzahlungsbereitschaft Füllmichs hatte und erklärt weiter, sie hätte es sonst nicht gemacht. Schließlich haben sie der Pathologiekonferenz im Februar 2022 200.000 Euro versprochen.
Dieses Geld sollte daraus beglichen werden. Sie wiederholt außerdem ihre Einschätzung, dass die Aussage Füllmichs auf den Zusammenbruch des ganzen Finanzsystems bezogen war. Der Staatsanwalt hält ihr die Nachricht vor, die sie Füllmich schrieb, nachdem sie von den monatlichen Zahlungen an die Kanzlei Füllmich erfuhr. In dieser teilt sie, also Viviane Fischer, ihm Füllmich mit, dass die Zahlungen nicht mehr möglich seien. Der Staatsanwalt fragt, ab wann sie Kenntnis von diesen monatlichen Zahlungen hatte. Viviane Fischer antwortet direkt vor dieser Mail, einen Tag davor oder am gleichen Tag. Sie habe diplomatisch formuliert, dass jetzt Schluss damit sei, aber sie habe davon bis zu diesem Tage nichts gewusst. Der Staatsanwalt hält ihr eine Nachricht vor, in welcher Füllmich an Viviane Fischer schreibt, sie habe keine Ahnung und wolle es auch nicht wissen und weiter, sie solle die Kohle in ihre Projekte mit Oval Media versenken. Viviane Fischer antwortet, dass es keine Projekte gab, die Geld gefressen hätten. Der Staatsanwalt fragt, wofür sie die monatliche Miete einnahm. Sie führt aus, dass es sich hierbei um ihre eigentlichen Kanzleiräume in Moabit handelt. Anmerkung der Autorin, diesen Punkt habe ich bereits weiter oben erörtert. Ich beschränke die Aussage der Zeugin hier nur noch auf die neuen Aspekte. Ende der Anmerkung. Die Zahlung vom Corona-Ausschuss erfolgte unter dem Verwendungszweck Beratungsdienstleistung, weil Viviane Fischer keine Untervermieterlaubnis hatte. Deshalb wurde das umdeklariert. Im August 22 sei der Ausschuss dann umgezogen, weil es Sabotageakte gab. Ständig waren die Schilder am Briefkasten abgerissen, so sei das Studio nach Charlottenburg umgezogen. Dieses Studio in Charlottenburg wurde dann auch umgebaut. Der Staatsanwalt fragt, ob die Übertragung von Vermögenswerten angedacht war. Viviane Fischer verneint. Der Staatsanwalt fragt, von wem die Aussage kam, dass es sich bei den monatlichen Abverfügungen an die Kanzlei Füllmich um E-Mail-Beratung handelte. Viviane Fischer antwortet, von Rainer. Sie selbst habe gewarnt, sie kämen in Teufelsküche. Auf keinen Fall dürfe das Rechtsberatung sein. Dann hieß es telefonische oder psychologische Beratung und Gästemanagement. In den ersten Wochen könne das garantiert kein Gästemanagement gewesen sein, denn das habe sie selbst gemacht. Danach auch nicht, sie habe davon nichts gemerkt. Der Staatsanwalt spricht das Problem der fehlenden Löschungsbewilligung an. Viviane Fischer führt aus, dass es ein riesiges Zoom gab, weil sie mitbekommen haben, dass Füllmich das Geld nicht zurückführen wollte. Aus diesem Grund wollte Templin die Löschungsbewilligung nicht erteilen. In der Gruppe sei es um Schadensminderung gegangen. Der Goldverbleib war auch ein Thema. Das Ziel sei gewesen, zu verhindern, dass Füllmich sein Haus verkauft und dann abhaut. Wörmer führt die Befragung fort und hakt nach. Viviane Fischer führt weiter aus, dass sie nicht wusste, was passiert. Sie habe einen Grundbuchauszug geholt und die Frage stand im Raum, ist das Haus nun total belastet, wie das Grundbuch es zeigt? Dann wären gegebenenfalls 50.000 Euro übrig geblieben. Eine Rangstelle war für Templin reserviert, aufgrund des Sammelklagedarlehens. Sie führt aus, dass sie an dem Sammelklagethema nicht beteiligt war. Sie fand das unseriös. Sie wollte nachschauen, ob es weitere Rangstellen gibt. Der Vorsitzende fragt, wann sie davon erfahren hat, dass der erste Rang für Templin belegt war. Viviane Fischer antwortet, als alles hochkochte. Anmerkung der Autorin, jetzt wird es hitzig und es war unmöglich, alles zu notieren. Der Bericht wird jetzt wohl löchrig. Entschuldigung, Ende der Anmerkung. Wörmer verweist auf einen abschließenden Lösungsvorschlag vom 22.08.22. Das wäre ein Zeitpunkt gewesen, als Templin noch nicht im Grundbuch stand. Viviane Fischer antwortet, dass es aber hieß, dass es so sei. Füllmich antwortet, dass es zu diesem Zeitpunkt nur noch Eigentümergrundschulden waren, also lastenfrei. Anmerkung der Autorin, leider habe ich ihre Antworten nicht notiert. Sehr wohl jedoch, dass sie, also Viviane Füllmich, bei ihren Ausführungen rot anlief. Ende der Anmerkung. Füllmich führt weiter aus, dass sie, Viviane Fischer, Sicherheiten in Form einer Grundschuld wollte und weiter, dass das Gold noch da war. Es hätte kein Liquiditätsproblem gegeben. Er fragt, warum sie es nicht gemacht habe. Viviane Fischer antwortet, dass Füllmich die Offenlegung der verdeckten Treuhand verhindert habe. Das Gold wäre ursprünglich bei Jens Kuhn gewesen. Viviane Fischer wollte es bei Degussa einlagern. Dafür hätten sie aber auf die Gesellschaft einlagern müssen. Am 7.9., als der Transport kam, wollte sie, Viviane Fischer, es auf die Gesellschaft einlagern. Füllmich hätte sich aber dagegen verwehrt. Füllmich spricht die völlige Untätigkeit der Gesellschafter Hoffmann und Antonia Fischer an. Viviane Fischer stimmt zu, aber sie seien formal noch immer Geschäftsführer der Gesellschaft. Sie könne das Gold nicht einfach auf eine andere Gesellschaft umlagern. Inhaltlich hätte Füllmich ja recht, aber diese neue Gesellschaft sei aus der Not entstanden. Es hätte eine Offenlegung des treuhänderischen Handels geben müssen, dann hätte das Gold an die andere Gesellschaft verkauft werden können. Sie führt weiter aus,
700.000 Euro waren nicht da. Ein großer Geldbetrag floss in nicht abgestimmte Aktivitäten. Also gemeint sind wahrscheinlich die monatlichen Zahlungen an die Kanzlei Füllmich. Und es war Gold in überraschend großer Menge vorhanden. Da würde sie doch nicht zustimmen, dass Füllmich alleinigen Zugriff hat. Wörmer und Füllmich führen aus, dass es unstreitig sei, dass das Gold nie verdeckt war. Es war in den Büchern von Jens Kuhn. Viviane Fischer antwortet, dass es keine Zahlen und keinen Bericht für das Jahr 2021 gibt. Füllmich fragt, warum sie meint, er könnte mit dem Gold abhauen. Viviane Fischer antwortet, dass es ein Unterschied ist, ob sie als Gesellschafterin der Gesellschaft auf das Gold zugreifen kann oder ob Füllmich allein privaten Zugriff darauf hat. Sie hätte ein Notar-Anderkonto vorgeschlagen. Ihrer Aussage nach war nicht klar, dass das Geld aus dem Hausverkauf zurückkäme. Füllmich antwortet, dass am 4.9.22 bereits klar war, dass das Haus verkauft wird, dass zu diesem Zeitpunkt keine Grundschuld drin stand, außer der leeren Eigentümergrundschuld. Er fragt, warum sie, also Viviane Fischer, nicht geglaubt habe, dass die Kohle kommt. Viviane Fischer antwortet, dass man damit hätte rechnen müssen, dass die Grundschuld von Templin reinkommt. Templin hätte sich die Grundschuld nicht erschlichen. Eine eintragungsfähige Grundschuld war da. Füllmich antwortet, Zitat, aber doch nicht anderthalb Jahre danach, Zitat Ende. Viviane Fischer antwortet, das seien Unwägbarkeiten. Füllmich antwortet, dass Templin im August keine Mandate mehr hatte und meint damit, dass der Sicherungszweck nicht gegeben war. Viviane Fischer antwortet, es sei ihm dennoch gelungen, reinzukommen. Füllmich antwortet, Zitat, weil er ein Betrüger ist, Zitat Ende. Viviane Fischer antwortet, dass 3 von 4 Gesellschafter nichts davon wussten. 1,4 Millionen Euro seien weg und dann noch das Gold und fragt Füllmich, ob sie dann noch sagen soll, okay, zahlen wir mal aus. Sie führt weiter aus, dass sie, Zitat, den nächsten Zwist, Zitat Ende, befürchten musste. Füllmich antwortet, dass zu dem Zeitpunkt kein Vertrauen mehr da war. Viviane Fischer bestand auf eine Liquiditätsreserve. Für ihn war stets von einem Wertspeicher die Rede, welcher zweifellos in seiner Immobilie gelegen habe. Er führt weiter aus, dass am 5.10.22 die Gesellschafterversammlung war, in welcher Füllmich, Zitat, rausgekegelt, Zitat, Ende wurde. Danach hätten sie auch Viviane Fischer rausgekegelt. Es wird das Protokoll dieser Sitzung thematisiert. Beide, Viviane Fischer und Füllmich, glauben, dass das Protokoll fehlerhaft ist. Es fehlen Passagen. Füllmich spricht den Ehevertrag Viviane Fischers an. Sie ist empört darüber, dass solche privaten Dinge hier angesprochen würden. Insbesondere die Gründe eines Ehevertrages seien unerheblich. Im Übrigen würde es sich um einen ganz normalen Ehevertrag handeln. Die Diskussion geht weiter, ob nun ein Wertspeicher oder eine Liquiditätsreserve gebildet werden sollte. Beide halten dem anderen vor, dass die vom anderen gewählte Lösung nicht zielführend war. Viviane Fischer hält Füllmich vor, Zitat, wir haben derzeit nichts aus deinem Haus, Zitat Ende. Das Publikum lacht. Füllmich fragt, wo denn ihre Liquiditätsreserve gewesen ist. Er führt aus, dass sie darauf zwar schon ausführlich und ausschweifend geantwortet habe, aber niemand hier im Saal hätte es verstanden. Er hält ihr vor, dass sie das Geld am Ende nicht hatte und fragt sie, Zitat, wo war die Liquiditätsreserve? Viviane Fischer antwortet, in Wertpapieren. Das hätte alles flüssig gemacht werden können. Füllmich antwortet, dass er genauso die Eigentümergrundschulden hätte verkaufen können. Viviane Fischer führt aus, dass sie die Arbeit des Ausschusses sicherstellen wollte, dass sie nicht wusste, wie viel Geld gebraucht würde. Dafür wären Liquiditätsreserven vonnöten, keine Wertspeicher, denn dann wäre sehr viel Geld in der Immobilie gebunden gewesen. Nur mit Liquiditätsreserven wäre der Ausschuss handlungsfähig gewesen. Die hitzige Diskussion über Liquiditätsreserve versus Wertspeicher geht weiter. Füllmich fragt, was der Unterschied zwischen Gold und der Immobilie sei. Denn nach der Auszahlung des zweiten Darlehens an Füllmich war immer noch 1 Million da. Viviane Fischer antwortet, das wusste sie nicht. Füllmich antwortet, Zitat, ich auch nicht, Zitat Ende. Viviane Fischer antwortet, dass das doch bestätigt, dass die finanzielle Handlungsunfähigkeit möglich war. Sie führt weiter aus, dass das einzige Geld, was diese, also die Handlungsfähigkeit, aufrecht hielt, ihres gewesen wäre. Füllmich antwortet, dass dies aus dem Buchverkauf kam. Viviane Fischer verneint. Sie hätte jederzeit das Wertpapierdepot ziehen können und das Geld später an ihren Mann zurückzahlen können. Sie hätte das gemacht, sie wollte das aber nicht. Es war eine Frage der Ehre. Sie wollte es aus eigenen Mitteln begleichen. Füllmich hakt nach, sie hätte doch gesagt, das Geld würde sofort benötigt. Viviane Fischer sagt, sie habe es nach eigenem Ermessen zurückgezahlt. Füllmich fragt, warum sie nach eigenem Ermessen zurückzahlen dürfe, er aber nicht. Wörmer spricht eine E-Mail von Jens Kuhn
an, füll mich an. Viviane Fischer war an CC. In dieser wurde ein weiterer Goldkauf in Höhe von 400.000 Euro angekündigt. Viviane Fischer antwortet, das sage ihr nichts, möchte sie sich anschauen. Sie fragt, ob es eine Mail von ihr gäbe, in der sie sagt, sie wäre einverstanden und kommentiert, sie habe das nicht gewusst. Gold wurde immer mal vorgeschlagen, sie wäre aber skeptisch gewesen, weil die Kombination von Gold und Gemeinnützigkeit problematisch sei. Außerdem wären alle Gesellschafter einzubeziehen gewesen aufgrund der Kursschwankungsrisiken. Sie fragt, wie der Betreff der E-Mail war. Würmer antwortet, Gold. Viviane Fischer hält ihm, also füll mich vor, kein echtes Okay eingeholt zu haben. Nach ihrer Kenntnis der monatlichen Überweisung an die Kanzlei füll mich gefragt, wird ihr die vorläufige G&V und Bilanz zum 31.12.2020 vorgehalten, welche von Füllmich und ihr unterschrieben wurde. Es waren Rechtsberatungskosten in Höhe von 75.000 Euro ausgewiesen. Viviane Fischer spricht abfällig von den Buchhaltungstätigkeiten des Jens Kuhn. Sie habe dann ihren eigenen Steuerberater Peters eingeschaltet. Antonia Fischer, Hoffmann und Templin hatten Böttcher als Steuerberater eingeschaltet. Peters, der von ihr installierte Steuerberater, konnte keinen Abschluss erstellen, weil keine Daten oder Unterlagen vorlagen. Er konnte schlicht nicht tätig werden. Viviane Fischer redet wirklich viel. Füllmich macht sie darauf aufmerksam. Viviane Fischer antwortet, dass sie ebenso ausschweifend spreche, wie er das auch tue. Füllmich antwortet, Zitat, aber doch keine 72 Karl-May-Bände, Zitat Ende. Der Vorsitzende wendet sich an den Angeklagten und hält ihm vor, dass man Vorhalte auch kürzer fassen kann. Viviane Fischer kommt zurück zur Ausgangsfrage und erläutert, dass dieser Abschluss einen vorläufigen Charakter hatte. Es war kein endgültiger Jahresabschluss. Jens Kuhn habe sie aufgefordert, das mal eben vorsorglich zu unterschreiben zwischen Tür und Angel. Es waren keine Rechnungen dabei. Bei den als Rechtsberatung aufgeführten Positionen dachte sie, das wären echte Fälle, denn es gab Streitigkeiten mit Volksverpetzer und YouTube, also reale juristische Angelegenheiten. Es war eine, Zitat, prophylaktische Unterschrift, Zitat Ende, unter einem vorläufigen Abschluss. Es war diffus. 15.30 Uhr, der Vorsitzende unterbricht die Vernehmung der Zeugin und kündigt die Fortsetzung für Freitag, den 8. März 2024 an. So, jetzt muss ich das Video noch schneiden und morgen geht es dann zum nächsten Prozesstag. Im Übrigen wäre ich sehr dankbar für eine kleine Beteiligung von euch an meinen Reisekosten. Herzlichen Dank, bis dann. Tschüss.